Hör mir zu. Tu ganz genau, was ich dir sage. Kinocast. Hallo und willkommen hier zur 480. Ausgabe vom Kinocast. Ich freue mich, dass die Kate heute wieder mit am Start ist. Hallo. Hallo. Ja, und meine Wenigkeit, der Erik, heute etwas verschnupft, aber trotzdem für euch am Start. Alles für euch. Alles für den Dackel, alles für den Club. Wir waren nämlich auch in der Sneak Preview und über den Film können wir gemeinsam erzählen, weil den haben wir uns beide angetan, hätte ich beinahe gesagt, aber naja, ihr werdet sehen, ob der uns so gefallen hat oder nicht. Da kam nämlich meine Cousine Rachel mit Rachel Weisz ja, und Sam Claflin. Dann haben wir noch ein paar andere Filme gesehen und mal gucken, was uns noch so einfällt. Ja, wir gehen natürlich wieder auf die Kommentare auch ein und schauen wir mal. Ja. ja, meine Cousine Rachel hatte, glaube ich, keiner von uns getippt. Also wer sich erinnern kann, wir lesen ja immer vor, welche Filme so getippt wurden in unserer Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe. Und da war der nicht dabei. Ich hatte auch von dem Film vorher so jetzt noch nichts gehört. Ich hatte zwar irgendwie mal so einen alten Schwarz-Weiß-Film in Erinnerung. Und bei der Recherche dann zu Hause ist mir dann aufgefallen, ja, sogar Hitchcock hatte das mal verfilmt, dieses Buch. Aber ja, jetzt, worum geht's? Die ja, Hauptrolle spielt Sam Claflin und wir erfahren in so einer Rückblende, dass er, als er klein war, verliert er seine Eltern und wird von seinem Cousin adoptiert, der ein ganzes Stück älter ist als er. Was heißt adoptiert? Naja, also er zieht ihn auf, sagen wir es so, und er kümmert sich um ihn und der ist auch, wie man so schön sagt, wohl situiert. Das Ganze spielt auch... Wann würden das ungefähr spielen? Würde ich sagen, 18. Jahrhundert oder 19. Ja, irgendwie sowas. Ja, 19. Jahrhundert in England irgendwo unten an der Küste. Und der, wie gesagt, der Cousin ist ziemlich gut situiert. Der hat da so einen Hof mit vielen Angestellten und dem geht es da ganz gut. Der wird aber dann irgendwann mal krank und der Arzt schlägt ihm vor, dass er doch lieber in den Süden gehen soll, weil da besseres Klima ist für seine Bronchien. Und da begibt er sich nach Italien und das ist ja damals, gab es ja nicht so mit WhatsApp und sonst was allen, schreibt er halt Briefe, wie das damals so war, so richtig so auf Papier für die Jüngeren unter uns, hat er so auf Papier mit der Hand geschrieben und dann einen Briefumschlag und verschickt und ja, das macht er dann auch und die Briefe, die er schreibt, die werden halt immer dubioser, also wir erfahren dann, dass er wohl sich unsterblich in eine Frau verliebt hat und ja, es stellt sich dann alles irgendwie ganz komisch dar. Dann wird er auch immer kränker und er schreibt dann auch in seinen Briefen, dass wohl die Frau daran schuld ist und die Frau, die hat wohl auch noch so einen ganz komischen Kumpanen und der traut dem allen nicht mehr. Und als dann unsere Hauptfigur, der Junge quasi, der von diesem aufgezogen wurde, der Sam Claflin, als der nach Italien fährt, um ihn mal zu besuchen, weil er irgendwie eine Weile nichts gehört hat, stellt er fest, der ist verstorben vor kurzem. Also die schließen schon das Haus alles ab und er will sich dann auf die Suche machen nach dieser Frau, weil er annimmt, die Frau könnte ihm, oder er will die Frau zur Rede stellen, was sie da gemacht hat, wie das kommt, dass er jetzt so plötzlich verstorben ist und was da dran ist, dass sie ihn wohl vergiftet haben soll. Die Frau ist aber weg und so begibt er sich dann auch wieder den langen Weg zurück nach England auf sein Gut. Und irgendwann heißt dann, oh, die Frau ist in England und sie will auf den Hof kommen. Sie ist ja quasi auch die Frau seines Cousins, aber in dem Testament ist nichts erwähnt, dass sie irgendwas erbt. Deswegen, sie will aber trotzdem einfach mal gucken kommen, wo er gelebt hatte und so kommt sie auf diesen Hof und dann ja, entspinnt sich so ein ja, so eine seltsame Situation, weil der junge Mann glaubt natürlich, dass sie an dem Tod schuld ist und weiß auch nicht so recht, wie er mit ihr umgehen soll. Sie hat aber ein sehr, sehr offenes, gewinnendes Wesen und
kann schnell alle seine Bedenken zerstreuen und dann kommen aber wieder ein paar Dinge auf, wo er dann auch so ins Nachdenken kommt, oh, vielleicht war da doch was Wahres dran, aber er verfällt ja irgendwie total und schenkt ihr teure Dinge und ja, ich glaube, viel mehr wollen wir nicht verraten, oder Kate? Wie hat es dir gefallen? Das Schönste an dem Film war eigentlich Sam Claflin. Und der Rest war irgendwie doof. Ich mag den Schauspieler total und ich glaube auch, dass diese Dramen in England total gut ankommen. Mir war das alles viel zu seicht, viel zu langweilig, viel zu vorhersehbar. Da gab es so eine Szene, da habe ich zum gesagt, mein Gott, was ist das für ein Narr? Und dann irgendwann später stellt er sich genau die gleiche Frage und ja, ich denke mir so, nein, wie kann man denn so doof sein? Ne? Es gab ja und auch viel Gelächter. Das war einfach alles so vorhersehbar. Viel Gelächter im Kino. Also ja, das, viel Gelächter, Szenenapplaus. Gab es auch bös gemeinten Szenenapplaus. Aber an Stellen, wo es eigentlich der Film nicht gewollt hätte. Ja, also richtig. Zeigt also einfach, dass der Film einfach irgendwie doof war. Der war einfach doof. Ja. Also der kam halt hier bei uns überhaupt nicht an. Ne? Wie gesagt, ich glaube, dass der in England ganz gut ankommt. Die stehen ja auf so Filme. Also, aber also bei uns kam er überhaupt nicht gut an. Also ich habe den, wie gesagt, das Schönste an dem Film war Sam Claflin und dann war es das aber auch. Woher kennen wir den? Nee. Tribute von Panem. Ach so, ein ja. Ziemlich halbes, ein ganzes halbes Leben. Ein ganzes halbes Jahr. Und dann hat er vor kurzem nochmal in einem Film mitgespielt, den wir erst geguckt haben. Hier, den ich geguckt habe, The Riot Club. Habe ich vor 2 Ausgaben besprochen, da hat er auch mitgespielt. Ja, also meistens aber aus Panem. Okay. Also war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, hey, cool, der hat in dem Film mitgespielt. Also für mich jetzt, ja. Also, weil ja, aber das ist ein super Schauspieler. Also ich glaube, der wird noch ziemlich gut. Ja, der war schon gut, aber kennst es ja, man guckt manchmal einen Film und freut sich, dass da irgendein Schauspieler drin ist, den man gerade irgendwo ziemlich cool fand in einer anderen Rolle. Ja. Ich hatte ja noch nicht mal diesen Effekt hier bei diesem Film. Ja, aber da hast du die Panem-Filme gesehen. Ja, die habe ich gesehen, alle. Aber ich konnte mich jetzt nicht an den nun speziell erinnern. Irgendwie, also, doch, der hat doch eine relativ große Rolle gehabt. Ja, aber irgendwie, ja, weiß nicht, an die Jennifer Lawrence kann ich mich erinnern, aber an ihn jetzt nicht so. Okay. Ja, was ja auch, also die Rachel Weisz, die hat ja am selben Tag Geburtstag wie ich, allerdings ein paar Jahre vor mir. Und der Sam Claflin, der soll ja hier viel jünger sein, aber dadurch, dass man die Rachel Weisz natürlich ziemlich gut ja, geschminkt hat und so vom Aussehen her, keine Ahnung, was da die Hollywood-Darsteller alle so machen, die wirken halt ungefähr gleich alt, ne, oder? Mhm, also, ja, finde ich auch. Also dieser Altersunterschied, der zwar in den Dialogen thematisiert wird, war einfach nicht sichtbar für mich. Also, warte mal, ich gucke gerade nach, wann der geboren ist, der Sam Claflin. Der ist quasi 16 Jahre jünger als sie, aber irgendwie auf der Leinwand wirkten die ungefähr gleich alt. Ja. Und dass er sich nun, weil sie ist ja erst mit seinem Cousin zusammen, der ja wesentlich älter war, der war ja irgendwie so ein alter Typ, der da irgendwie kurz vor seinem Lebensende da nach Italien gefahren ist, um da ja, gesundheitlich da noch ein bisschen besser klarzukommen. Aber ja, das ist einfach nicht deutlich geworden. Ne? Hätte sie ein bisschen, sag mal, Mut zur Hässlichkeit haben müssen und da vielleicht auch mal nicht ganz so viel Schminke oder so, dann wäre dieser Altersunterschied deutlicher geworden. Mhm. Aber es war für mich auch nicht nachvollziehbar. Also es wird einfach, das gab so viele Facepalm-Szenen, ja. Also wo man denkt, oh mein Gott, ey. Also ich meine, selbst wenn der, wie alt soll er sein? 25, also. 21. 21, haben die nicht der irgendwas? Wird 21, er wird volljährig und kriegt dann das Vermögen. Haben die nicht 25? Ja, gut. Nee. Dann wäre es ja noch dramatischer, der Altersunterschied. Aber ich meine, da hat er ja schon ein bisschen Lebenserfahrung und er leidet ja diesen ganzen Hof. Da gehört auch ein bisschen was dazu, dass man sich nicht von jedem über den Tisch ziehen lässt. Und sie kommt da hin und er macht ihr übelste Geschenke und ja, stürzt sich da ins Unglück quasi. Das, ja, das habe ich nicht abgekauft. Das, und so viel. Und es ist einfach die ganze Zeit nichts Spannendes passiert. Es ist einfach. Pff, nee, überhaupt nicht, ja. Es tröpfelte so dahin und war alles so seicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Film in England jetzt besonders gut ankommt oder so. Das weiß ich auch nicht, ob das so.
Wie ist denn der? Wie hat denn der sich an der Kinokasse geschlagen? Ah, hier. Produktionsbudget haben sie nicht genannt. Aber ja, der hat bis jetzt gerade mal weltweit 7,6 Millionen eingespielt. Hm. Nicht viel. Das ist natürlich nicht allzu viel. Hm. Ja. Ja, also nicht der Brüller der Film. Also. Nee, ich glaube, wir sind uns bei der Wertung auch alle ziemlich einig gewesen. Also wir Kino-Gang quasi. Wir haben, glaube ich, alle 3 Punkte gegeben. Ich guck mal gerade, was ich gegeben habe. Du hast 4 Punkte gegeben. Ich habe 4 Punkte gegeben. Ich glaube, ich habe 4 Punkte gegeben wegen Sam Claflin. Ach so. Ich glaube, ich muss das revidieren. Ich glaube, ich gebe dem auch nur 3 Punkte. Hm. Ja. Da muss ich ja deine Punkte nochmal ändern, weil ich habe den Beitrag schon ein bisschen vorbereitet. Aber gut, das werde ich dann, kann ich machen, kein Thema. Manchmal ist ja so, wenn man nochmal drüber nachdenkt, dann stellt man fest, naja, eigentlich war doch nicht so gut. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo ich sage, der Film, der hätte gut sein können, aber wenn. Es hat einfach nicht funktioniert. Also, weil da hat er eigentlich alle Zutaten gehabt, um das gut zu machen. Aber da ist einfach so viel vergeigt worden und das nehme ich so einen Film auch eher übel, als wenn jetzt irgend so eine kleine Amateurproduktion ist und die macht da so 2, 3 Fehler. Da kann ich das eher verzeihen, aber hier so eine fette Produktion, nee. Also, nee. Nee, nee, nee. Wie sieht's denn mit morgen aus? Hast du da gerade die Morgen kommt Tipps? Natürlich auch wieder ein Film und ich habe mich auch vorbereitet und zwar heißt der Tipp für morgen: In dunklen Gassen hockt stummer Tod. Und der ganze Film kommt in OV und ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt ein Horrorfilm. Ich habe es so tief in mir, spüre ich es. Deswegen habe ich jetzt einfach mal frei raus auf Stephen Kings S getippt. Und ich hoffe, ich hoffe ehrlich gesagt, dass er nicht kommt, weil ich habe echt Angst vor Clowns. Ich habe Atomic Blonde getippt. Der macht ja gerade so die Runde und ich habe sogar einen Eintrag gelesen von den Innenstadtkinos, die sind auch nach Berlin gefahren zur Premiere. Also vielleicht wollten sie den mal gucken vorher, bevor sie den in das Sneak bringen. Ja. Und der Thomas. Der Thomas hat auch noch einen Film getippt. Hm? Ja. Der Thomas hat auch noch einen Film getippt und zwar Wish Upon. Da habe ich erst vor kurzem den Trailer gesehen und der sah ziemlich cool aus. Ist auch ein Horrorfilm. Da gibt es irgendwie so eine Schatulle und man hat dann mehrere Wünsche frei. Ich glaube 7 Stück oder so. Und das geht halt voll nach hinten los, wenn das so ein Teenager in die Hand kriegt, ne? Und dann findet sie sich halt voll in der Horrorwelt wieder. Das sah ganz cool aus. Klingt aber spannend. Das ist wahrscheinlich dann sowas wie Butterfly-Effekt oder sowas, ne? Dass man dann durch seine Wünsche-Sache. Aber das Beste ist natürlich, wenn du so eine Anzahl Wünsche hast, wenn du dir dann beim letzten Wunsch wünschst, dass du nochmal 7 Wünsche hast oder so. Ich glaube, das geht nicht. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das geht nicht. Aber also, wenn einer dieser 3 Filme kommt, wäre ich schon voll zufrieden. Bitte. Ja, dann mal sehen, wie es mir morgen geht. Dann schaue ich, ob ich mitkommen kann oder nicht. Mal schauen. Mhm. Ich habe noch einen Film gesehen gehabt, als es mir noch besser ging. Nämlich King Arthur, Legend of the Sword. Nachdem ich den vorhergehenden Film ja gesehen hatte, da gab es ja auch schon mal so einen King-Arthur-Film von Antoine Fuqua war der, glaube ich. Und jetzt der neue ist von Guy Ritchie. Und zu Guy Ritchie habe ich ja ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis. Ich fand manche seiner Sachen finde ich extrem genial. Also Bube, Dame, König, Gras zum Beispiel. Also Lock, Stock and Two Smoking Barrels oder diese ganzen Sachen. Und dann gab es mal eine Zeit, da hat er wirklich nur Dreck produziert und dann, ich glaube, jetzt kommt er so langsam wieder auf die Spur zurück. Und deswegen habe ich dem neuen King Arthur mal eine Chance gegeben, obwohl ich dachte, ach nee, nicht noch ein King Arthur Excalibur-Film. Aber ich musste mich da durchaus ein bisschen täuschen. Und zwar, das wird auch jetzt meine Wiedererzählung der Story nicht ganz verdeutlichen, was alles noch so Cooles in dem Film steckt. Ich versuche es aber trotzdem mal rüberzubringen. Die Hauptrolle spielt Charlie Hunnam, von dem sieht man allerdings am Anfang noch nicht so viel. Also den könnte man kennen, zum Beispiel aus, ich glaube, Pacific Rim oder sowas hat er mitgespielt. Wo hat denn er noch? Ach, hier bei Sons of Anarchy hat er mitgespielt. Und der ist schon ziemlich brachialer
Typ, aber auch mit einer gewissen Form von Humor und gewissen Charme. Aber am Anfang sieht man eigentlich hauptsächlich Jude Law und, Moment, jetzt muss ich ganz kurz den Namen, Eric Banner, genau hier. Der aber hier nicht als Hulk, sondern der spielt quasi den Vater von Charlie Hunnam, der ist damals noch ein kleines Kind. Und Eric Banner spielt den König und wir sehen dann, das ist ein ziemlicher Effektregen am Anfang. Da wird so erklärt, dass eben es eine Zeit gab, in der die so Magier und die normalen Menschen in Anführungszeichen friedlich zusammengelebt haben. Aber dann gab es eben eine Zeit, da haben sich dann die Magier haben dann versucht, ihre Mächte einzusetzen, um das Land der Menschen zu erobern. Und dann sieht man gleich so einen riesigen Kampf, also mit so riesigen Elefanten kommen die da an und versuchen die Burg einzunehmen von dem König, von Eric Banner. Er stellt sich dann entgegen und ich will mal nicht zu viel verraten, wie das jetzt so ausgeht. Auf jeden Fall am Ende ist es dann so, dass das Kind des Königs wird quasi in so einem kleinen Schiffchen weggeschickt schnell, bevor Schlimmeres passiert, mehr sage ich jetzt nicht, und kommt dann irgendwo raus, ich glaube in London sogar, glaube ich, und wird dort aufgenommen von ein paar Frauen, die in einem Bordell arbeiten, und die ziehen ihn auf, ohne zu wissen, wer er ist. Und irgendwann kommt das dann aber halt doch mal raus, dass er eben der Arthur, der eben der King Arthur ist, der zukünftige. Und mittlerweile hat Jude Law die Macht an sich gerissen in dem Land und er macht ihn auch ausfindig. Und dann gibt es einige Themen. Ich muss halt überlegen, wie viel ich sagen kann und auch will, weil zum einen ist es so, es ist wieder eine richtig coole Guy Ritchie-Geschichte. Das heißt, das ist ein King Arthur-Film, den man so noch nicht gesehen hat. Es ist fast ein bisschen wie bei Lock, Stock and Two Smoking Barrels, dass eben teilweise du siehst eine Szene und irgendwie erschließt die sich dir nicht ganz, weil irgendwas, weiß nicht, da hat irgendjemand eine Waffe, du weißt nicht, wo kommt die jetzt her oder irgendwas. Es geht halt übelst los, sieht geil aus und so. Und irgendwie wird dann hinterher erzählt, ach übrigens, so und so, das war vorher, ne? Und werden halt so ein bisschen die Erzählebenen und die Zeitlinien so ein bisschen durchbrochen und da wird dann erzählt, was vorher war. Und dann erschließen sich einem wieder manche Dinge, die man schon gesehen hat oder man sieht manche Sachen in einem anderen Licht oder man sieht auch manchmal Szenen nochmal aus einem völlig anderen Blickwinkel. Also man sieht irgendeine Szene, wo irgendjemand was passiert und dann sieht man dieselbe Szene später nochmal, wo es jemand anders erzählt, aus einer anderen Richtung. Und das alles aber extrem gut, mit sehr viel Humor. Der Charlie Hunnam, der Arthur, der hat halt auch so eine Truppe um sich geschart und da ist halt so ein Asiate dabei, ein Schwarzer dabei und da werden halt auch einige davon, ich will es mal auch nicht zu viel verraten, wer da überlebt und wer nicht, werden natürlich auch die Ritter der Tafelrunde. Und ich würde mich dann sehr freuen, einen weiteren Film zu sehen, wo diese Personen Ritter der Tafelrunde sind und dann irgendwie noch richtig loslegen. Auf jeden Fall hat der Film mir extrem gut gefallen. Also es, wie heißt der? Jimon Hunsu, heißt der eine Schauspieler. Wenn man den sich googelt, der hat bei so vielen Sachen mitgespielt. Bei Wayward Pines, bei Legend of Tarzan hat er mitgespielt, bei Guardians of the Galaxy hat er mitgespielt, Fast and Furious. Den kennt man eigentlich, wenn man den irgendwie als Bild sieht. Und wir hatten noch, Aiden Gillen hat mitgespielt. Den kennt man aus Game of Thrones zum Beispiel. Der spielt da Littlefinger. Baelish. Ja. Der ist auch mit in seiner Truppe dabei. Und das ist halt eine wirklich gut zusammengestellte Truppe. Und der ganze Film ist auch für so einen Actionfilm mit irgendwie so Magie und irgendwie so natürlich alles nicht historisch irgendwie verbürgt oder sowas, ist halt alles so ein bisschen so eine Mischung aus, weiß nicht, da vielleicht ein bisschen Herr der Ringe mit drin und so und ein bisschen Game of Thrones mit drin und irgendwie so eine Mischung, aber eine ziemlich gute Mischung. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie geklaut wirkt, sondern ich, ach na, jetzt haben sie das gebracht oder so, sondern es passt einfach alles irgendwie zusammen und das Ganze hat der Guy Ritchie wieder in seiner interessanten Art, das zu erzählen, gebracht.
wirklich spektakuläre Action-Szenen, tolle Dialoge auch und dann eben gerade so die Rückblenden, wenn dann so die Geschichten erzählt werden oder wenn die sich untereinander Geschichten erzählen. Und ich weiß nicht, kennst du Bube, Dame, König, Gras? Nee, kenn ich. Nee? Muss ich mal nachholen. Nee. der Chris kennt das bestimmt, da gibt es bestimmt irgendwo. Musst du echt mal gucken. Da haben die zum Beispiel die Gangster, die haben sich alle so einen Namen gegeben. So einer heißt zum Beispiel Hackebeil Pete oder sowas, ne? Und hier ist dann auch so eine witzige Szene drin. Dann sagt er irgendwie so, ja, was weiß ich, was ist jetzt mit Peter? Und dann, ja, meinst du den Peter? Peter? Oder meinst du den Peter? Alle so mit irgendwelchen lustigen Vornamen. Und man kann es schlecht jetzt beschreiben. Das wäre ein bisschen den Stil von Guy Ritchie kennt, der weiß, worauf er sich hier einlassen kann. Und ich finde es wirklich extrem gut, dass er das hier umgesetzt hat in diesem historischen Thema, was man schon mehr als einmal gesehen hat. Ist auch eine meiner ersten Nicht-Kinderfilm-Erinnerungen im Kino. Da habe ich damals diesen Excalibur-Film gesehen. Weiß nicht, ob du den kennst. Der ist sehr alt. Den habe ich im Kino gesehen. Und Krull lief damals bei uns auch. Ich sehe gerade, 1981 ist der ins Kino gekommen. Das war dann bestimmt ein paar Jahre später, dass der bei uns in der DDR im Kino war. Und ja, diese ganze Excalibur-Saga, das fand ich schon immer ziemlich interessant. Und mit King Arthur und Tafelrunde und sowas. Aber das ist hier, wer jetzt so auf dieses historische Material steht, für den ist dieser Film nichts. Der ist einfach ein Riesenspaß, toll gemacht. Tolle Action-Szenen und ich würde mich echt freuen. Achso, auch sehr teilweise sehr brutal, das muss man auch sagen. Genau, okay. Also nicht unbedingt hier, ja, schöner Märchenfilm, König Arthur mal mit Kindern gucken oder so, würde ich nicht empfehlen. Da sind echt ein paar üble Sachen dabei. Aber er macht rundherum Spaß. Hat mir besser gefallen als der vorhergehende von Antoine Fuqua. Ja. Hat aber auch, sehe ich gerade, nicht ganz so viel eingespielt, wie er gekostet hat. Das ist natürlich nicht so schön hier. Warte mal, ich gucke nochmal. Bei Box Office Mojo. King Arthur. Aber bei uns war der doch irgendwie ständig in den Kinocharts, ne, oder? Ja, also war dauernd irgendwie in irgendeiner Platzierung unterwegs. Fand ich. Also der hat 175 Millionen gekostet und hat bis jetzt 140 Millionen weltweit eingespielt. Naja, vielleicht geht da noch was. Und ansonsten Heimkino-Release. Das ist sogar was, ich glaube, den hole ich mir auf Blu-ray dann. Den gucke ich nochmal. Der gefällt mir. Der hatte irgendwie so aus verschiedenen Richtungen was, gute Darsteller. Und für mich jetzt als Filmfan an sich sind einfach so richtig coole Szenen drin. Es sind ganz viele auch so Montageszenen. Zum Beispiel erfährst du, was man ja relativ langweilig machen kann, aber was der Film eben nicht macht. Wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, der Junge ist als kleiner Junge da irgendwie in das Bordell gekommen und wird dort aufgezogen. Und dann siehst du in einer relativ schnellen Montageszene, also zack, 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 wie er oder was er alles erlebt hat und was so parallel passiert, während er aufgewachsen ist. Und du siehst so die wichtigsten Stationen seines Erwachsenwerdens und kannst das so ein bisschen nachvollziehen später, warum er dann in bestimmten Situationen so handelt und eben nicht so. Mhm. Weil er musste sich dann eben auch so ein bisschen durchschlagen, er musste auch mal kleinere Diebstähle machen, Geld eintreiben und so weiter. Er ist halt ein kleiner Gauner dann halt eben auch geworden und er ist halt, und dann ist er halt plötzlich, musste er dann irgendwie als zukünftiger König und so, und das ist halt schon sehr cool. Also empfehlenswert von mir, der Film. Guck mal, ob er den irgendwo noch erwischt im Kino oder ansonsten merkt ihn auf jeden Fall mal vor fürs Heimkino-Release. Geht auf jeden Fall 2 Stunden, also muss man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, die gehen aber schnell vorbei. Okay. Und du hast auch noch was geguckt, sehe ich hier. Ja, ich habe mir endlich auf Amazon einen Film angeguckt, den ich schon sehr, sehr lange sehen wollte, der leider nicht im Kino lief, und zwar der Film heißt Pet. Also P-E-T, Pet, Haustier. Mhm. Also nicht die Flasche. Nee, das ist der Haustier. Der Film hat 2 essentielle Hauptdarsteller. Der Main Character wird gespielt von Dominic Monaghan.
Oh, den ich von Lost. sehr, sehr, sehr cool finde. Den kennt man, wer ihn nicht kennt, kennt man aus der Serie 100 Code oder Lost hat er mitgespielt. Ganz klar. Und natürlich in Herr der Ringe. Da hat er den Merry gespielt. Und der spielt in diesem Film einen Tierpfleger namens Seth, kann schon gar nicht aussprechen, Seth. Also der arbeitet in so einem Tierheim und kümmert sich da halt so um die Tiere und putzt die Gehege und so und macht das eigentlich hauptberuflich und ist ein sehr introvertierter und sehr einsamer Mann eigentlich. Hat so seinen Rhythmus, seinen Tagesablauf, was man am Anfang auch so direkt mitbekommt. Und er ist halt so ein bisschen Einzelgänger halt. Und eines Tages trifft er im Bus seinen quasi Highschool-Schwarm wieder, die Holly. Die wird gespielt von Xenia Solo und ist die zweite Hauptdarstellerin in diesem Film. Und die Holly, die war einen Jahrgang über ihm und war so das total beliebte Mädchen an der Schule. Und er war halt damals schon total verschossen in sie. Und er trifft sie jetzt wieder. Und sie erinnert sich aber überhaupt gar nicht an ihn. Und macht halt einen auf nett und muss dann aber aussteigen und so. Und dann gibt es bei ihm quasi wie so einen Klick im Kopf, dass er jetzt nach ihr gucken muss. Und fängt dann an, die sozialen Netzwerke durchzustöbern und auszuspionieren, was ihre Vorlieben und Abneigungen sind. Und guckt dann auf Instagram, was sie so postet und für was sie sich interessiert. Und findet dann auch raus, wo sie arbeitet, weil sie ist Kellnerin und dann geht sie halt in dieses Restaurant und ach, guck mal, du arbeitest hier, was für ein Zufall und so, ne? Und lässt sich dann halt bedienen und versucht halt auch immer wieder, sie zu einem Date rumzukriegen und sie will halt nicht. Ne? Also sie sagt, als erst sagt sie, genau, es gibt eine Szene, die sagt, ich habe einen Freund. Und dann sagt er, nein, hast du nicht. Also ganz trocken, weil er es halt weiß, weil er ja sie ausspioniert hat. Und es entwickelt sich zu einem richtigen Stalking, bis dann eines Tages so eine Art Handgreiflichkeit entsteht. Also sie versucht sich dann gegen ihn durchzusetzen und ihm klarzumachen, dass sie das alles nicht will. Und bei dem Versuch und bei diesem Abhauen dann verfallen ihr ein paar Sachen aus der Handtasche raus, unter anderem ihr Tagebuch. Also sie ist so eine Art Schriftstellerin und schreibt sich anscheinend fiktive Geschichten auf. Und dann liest er das. Und meint, dass das vielleicht nicht alles fiktiv ist, sondern dass das alles real ist und meint jetzt, sie retten zu müssen, weil er sie so sehr liebt. Und überfällt sie eines Nachts und entführt sie Oh. und steckt sie in einen selbstgebauten Käfig im Keller von dem Tierheim. Also hat er so einen Keller gefunden und hat sich da einen Käfig gebaut und steckt die da rein. Und ja. Und dann versucht, also erst natürlich schreit sie rum und will raus und kooperiert überhaupt nicht. Und dann lässt er sie so ein bisschen hungern, bis sie dann so ein bisschen gefügiger wird. Und erklärt ihr dann, dass er das nur für sie macht und weil er liebt sie und er glaubt, dass die Geschichten in dem Buch wahr sind, in diesem Tagebuch wahr sind. Und er will ihr helfen. Er will sie retten, bevor nochmal irgendwas Schlimmes passiert. Und ab dann macht der Film eine Wendung. Und dann weiß man nicht mehr ganz genau, wer von den beiden ist jetzt eigentlich hier der Psychopath. Also ab dem Punkt geht es dann richtig ab. Am Anfang ist es noch relativ angenehm, eher so thrillerartig. Und ab dem Punkt, wo er sie auf dieses Tagebuch anspricht, geht es halt ab. Ja. Dann merkt man dann, dass nicht nur er eine Macke hat, sondern auch sie. Und dann sich da quasi zwei gefunden haben. Und er ist halt unsterblich in sie verliebt, in seine Obsession. Und sie merkt das und nutzt es natürlich zu ihrem Vorteil aus. Und sie selber hat aber auch eine gewaltige Macke. Inwieweit die sich äußert, sage ich jetzt nicht. Und was in diesem Tagebuch drinsteht, sage ich natürlich auch nicht. Aber es schaukelt sich dann so massiv hoch, dass man sich die Frage stellen muss, wer von den beiden sitzt jetzt eigentlich tatsächlich in dem Käfig? Und wer hat hier wen in der Hand? Und wer kontrolliert wen? Und das ist das absolut Abgefahrenste an diesem Film. Abgesehen davon, dass Dominic Monaghan halt einfach eine geile Rolle immer wieder spielt,
Und sein Gegenpart, die Holly, 10 Jahre Solo, hat mir gar nichts gesagt. Das Gesicht sagt mir auch gar nichts, aber die hat es auch richtig cool gespielt. Also auch so einen richtig guten Psychopathenblick drauf. Wir haben in dem Film sehr, sehr viel Gewalt, sehr, sehr viel Blut. Deswegen hat er auch ein FSK-Rating von 18. Und ist, glaube ich, auch, also in England lief er, glaube ich, auf ein paar Festivals, auf so Filmfestivals und ging dann auf DVD. Also wenn ich hier in Deutschland gucke, bei Filmstarts steht hier direkt 22. Juni 2017 auf DVD als Release. Bei Amazon kann man ihn kaufen. Ich habe ihn mir geliehen für ein paar Euros, hab den angeschaut und war nicht enttäuscht. Also ich fand den Film hervorragend. Wenn ich mir die Kritiken gerade auf Filmstarts angucke, die waren nicht ganz so begeistert. Da sind nur 2 von 5 Sternchen rumgekommen. Bei der Userwertung ein bisschen mehr. Da sind es 3,2 von 5 Sternchen. Kann ich nicht nachvollziehen. Das ist ein richtig cooler Thriller, Horror-Thriller mit einem Ende, was ich niemals erwartet hätte am Anfang. Richtig, richtig cool geschauspielert, krasse Geschichte eigentlich. Richtig coole Wendung und vielleicht auch noch eine Wendung und noch eine Wendung. Richtig, richtig abgefahren. Also wer sagt, ich nehme die 5 € in die Hand, der soll sich mal die HD-Version leihen, den Film anschauen. Ich glaube, er wird nicht enttäuscht sein. Das ist jetzt kein Saw-Film oder so, wo richtig jetzt Gemetzel und so, aber es ist wirklich psychisch. Also es ist so ein richtiger Psychothriller mit ordentlich Blut. Gerade mal geschaut hier bei Amazon ist ja auch polarisiert sehr stark. Manche finden es total genial und manche können damit nichts anfangen. Vielleicht auch, weiß ich, weil du sagtest, so mit Käfig einsperren, ist fast ein bisschen wie Split irgendwie, wirkt das so, wenn man dich so erzählen hört. Ja, nein, eigentlich gar nicht. Okay. Ich find's das überhaupt nicht vergleichbar mit Split. Gar nicht. Weil wir haben ja weder gespaltene Persönlichkeiten noch ja, ich kann's, ich, es ist nicht zu vergleichen mit Split. Wie bist du Bin ich auf den gar nicht. gekommen? Ich meine, jetzt hier 5 € auf den Tisch zu legen Über für den. Dominic Monaghan. Also Ach ich so. folge dem auf Twitter, ich folge dem auf Instagram, weil ich ihn Er hat einfach cool gesagt, guck mal finde. den Film, der ist gut. Ja, nee, der macht in dem Film mit, also macht er entsprechend auch Werbung auf seinen Ach persönlichen so. Social Media Plattformen. Und da bin ich letztes Jahr schon drüber gestolpert, dass da halt die ersten Trailer rauskamen und so. Und dann habe ich gesehen, dass er halt auf den Festivals lief und dachte auch, komm, ey, bitte, bring ihn doch irgendwie nach Deutschland. Und dann kam er jetzt zumindest nicht im Kino, aber immerhin auf DVD beziehungsweise bei Amazon zum Leihen und Kaufen. Das ist ja auch praktisch, Und ne? Man muss gleich auf ja, da Amazon bin ich nicht dann mehr. echt happy drüber. Ich glaube halt, dass so ein Film nicht unbedingt Anklang findet bei uns, weil er halt eben kein Saw ist oder kein Chainsaw Massacre oder was halt die Jugend heutzutage hier sehen möchte an Horrorfilmen. Oder der fünfte Ouija-Film. Ich würd gern mehr von diesen Filmen im Kino sehen. Von diesen kleineren Filmen. Ich glaube nicht, dass der ein hohes Produktionsbudget hatte. Wir auch. Es waren quasi vier Darsteller, vielleicht fünf, ein Keller und ein Käfig. Also mehr war es nicht. Bisschen Busszene und ein bisschen Szene in einem Café. Ja, der lief auf jeden Fall in Kinos auch. Der hat an seinem Startwochenende hat er $63 eingespielt. Und Süß. insgesamt im Kino hat er $8.000 eingespielt. Also ich hoffe, er hat nicht viel gekostet, weil, ja gut, jetzt nehmen sie vielleicht noch ein bisschen was durch den Verleih ein. Aber ja, man weiß nicht, wie viel da. Gut, das Horror-Klientel ist eher ein Heimkino-Klientel. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was bei rum. Mal gucken. Ja, ich weiß nicht. Ich es ist halt so ein kleiner Film. Also ganz cool fand ich, es gab noch eine Nebenrolle. Die Claire wurde gespielt von Jeanette McCurdy, die man aus iCarly kennt. Und das finde ich halt geil. So eine Nickelodeon-Darstellerin ist plötzlich als erwachsene Frau in so einem Horror-Thriller zu sehen. Zwar in einer Nebenrolle, aber in nicht mal so einer unwichtigen Nebenrolle. Das ist schon. Also ihre Rolle ist schon wichtig für den Film. Und
Das fand ich total cool. Ich habe das gesehen. Also, Moment mal, das ist doch die von iCarly. Das fand ich cool. Ja, und ich mag einfach Dominic Monaghan. Der macht irgendwie so coole Sachen. Der hat auch so eine, der hat so eine Wildlife-Serie. Der ist so quasi der britische Steve Irwin. Nur nicht, dass er nicht mit Rochen schwimmt, sondern der steht so auf Krabbelfiecher. Der Okay. geht immer in die Wüste und guckt sich so Sachen an. Da gibt's auch eine, der hat auch eine Serie, die heißt Dom's Wild Things. Die läuft aber leider in Deutschland nicht. Der kennt sich total krass gut in der Tierwelt aus und sucht Schlangen, die man nur an bestimmten Plätzen findet und guckt, dass er die irgendwie vor die Linse bekommt und die mal forschen kann und dann erzählen kann, was die alles kann und so. Das ist quasi wie so ein Hobby von ihm da die Natur zu erkunden und das ist einfach eine coole Socke. Außerdem habe ich mir persönlich ein Autogramm bei ihm geholt und da war er echt nett zu mir. Von daher, ich bin so ein kleines Dominic Monaghan-Fangirl. Auf der Comic-Con oder wo? Ja, nee, auf der Supernova in Australien Ach damals, als ich so. bei meiner Schwester war. Da war er auf der Supernova. Ja. Da war er Das ist da. natürlich Das war was. eine Aktion. Ich wäre gerade dran gekommen, ne? Ich wäre die nächste gewesen. Nach 2 Stunden anstehen, musste der dann jetzt zu dem blöden Fotoshooting, musste ich noch mal eine halbe Stunde warten. Naja, Aber hat ja es war dann es noch mir wert. geklappt. Er war voll nett zu mir. Hat ja dann noch geklappt. Also ich habe ihn mal bei mir auf meine Watchlist gesetzt, aber das wird dann erst aufpingen, wenn er dann frei verfügbar ist im Amazon Prime-Abo. Ja, wenn du, ich denke ja schon, dass der Ich ins glaube, Prime 5 kommt. Euro werde ich da nicht bezahlen. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwie eine Rezensions-DVD oder Blu-ray oder sowas. Ah, Dann das wäre cool. kann ich ihn Ja. auch mal gucken, wenn ich es schaffe. Also wer Bock hat auf einen coolen Psychothriller mit einer geilen Besetzung, das ist euer Film. Ja, hab schon gesehen. Hier gibt es hier 9 von 10, bist ja voll dabei. Vielleicht hat ihn ja noch jemand Ja. anders geschaut. Dann bin ich gespannt auf eure Kommentare. Ich habe Tja. einen Punkt abgezogen, weil ich fand das Ende richtig gut, hätte aber gern mehr davon gehabt. Also, dass man das Ende ein bisschen ausgedehnt hätte. Aber das war wirklich so ein kurzer, knapper Ausschnitt und ich hätte gern mehr davon gesehen, weil das nochmal richtig abgefahren wurde dann. Deswegen gab es einen Punktabzug. Aber ansonsten Jetzt interessiert mich richtig natürlich cool. das Ende hier. Muss ich doch mal Haha, ich habe euch gucken. heiß gemacht. Das Ende. Aber wir werfen erstmal einen Blick, was hier so in Stuttgart anläuft diese Woche. Kinocharts. Und natürlich, wie es hier in den Kinocharts aussieht, hier in Stuttgart. So, da ist nämlich auf Platz 10 Girls Night Out, Platz 9 Wonder Woman, Platz 8 auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Platz 7 Baywatch, Platz 6 Transformers Last Night, Platz 5 zum Verwechseln ähnlich, Platz 4 das Pubertier der Film, dann Platz 3, einer der mich interessiert, Valerian, die Stadt der 1000 Planeten, Oh, ich habe gelesen, dass der ganz schlecht ist. hat ein Bekannter von mir, hat ihn gesehen am Wochenende, hat auf Hm? Facebook gepostet und da habe ich mal so ein bisschen gefragt und der fand ihn total gut. Oh, Wahrscheinlich muss man so okay. ein bisschen die Luc Besson-Filme mögen. Vielleicht, ja. Aber ich fand den Trailer auch sehr schön. War so schön, so märchenhaft und so. Ich denke mal, das ist eher was für Kinder. Vielleicht gehe ich mit der Großen mal rein. Man muss Ja. irgendwie hinkriegen. Mal gucken. Platz 2 interessiert mich auch sehr. Spider-Man Homecoming. Da haben wir auch noch einen Kommentar dazu. Und Platz 1 habe ich schon gesehen. Ich einfach unverbesserlich 3. Diese Woche starten folgende Filme hier in Stuttgart. Auf der größte wird wahrscheinlich, ich gucke gerade mal, wird wahrscheinlich Dunkirk, also Dünkirchen sein, auf Deutsch, der neue Christopher Nolan-Film, der in meiner Filterbubble extrem abgefeiert wird. Also die den schon gesehen haben in Previews und so, die sind völlig hin und weg von dem Film. Also mit Fionn Whitehead, Tom Hardy, wo es halt darum geht, um Dünkirchen im Zweiten Weltkrieg und das Ganze von Christopher Nolan, Dark Knight Regisseur und Interstellar und sowas. Würde ich gern sehen, aber ich weiß nicht, ob ich es ins Kino schaffe. Der geht ja doch etwas länger, auch der Film. Aber ich glaube, den muss man im Kino sehen. Mal sehen. Dann startet noch Ostwind, Aufbruch nach Ora. Der Oh, schade, dann kann er ja nicht mehr in der Sneak kam ja kommen. dann doch nicht in das Sneak, ja.
Wobei der wahrscheinlich lustiger gewesen wäre als der Film mit der Cousine Rachel. Das stimmt. Was ist das noch? Ach ja, dieser Wish Upon startet auch diese Woche. Also diese Woche ist der 27.07. der Starttermin. Also ist ein asiatischer Horrorfilm mit Joey King und Ki Hong Lee. Nee, stehen auch noch ein paar normale Namen oder nicht asiatische Namen, sagen wir so. Also wahrscheinlich doch kein asiatischer Film. Ein Horrorfilm über eine unheimliche Box, die jeden Wunsch erfüllt und einen blutigen Preis fordert. Aber jetzt, wo ich das so lese, da gab es noch mal einen Film, der hieß The Box, glaube ich, wo es auch darum ging, ja, dass man da einen Wunsch erfüllt bekommt, dann stirbt irgendjemand. So, und dann ist halt die Frage, ja, manchmal trifft es halt jemanden, den du kennst und manchmal halt irgendwie jemand völlig anderes. Ja. Nee, also ich glaube, bei Wish Upon ist es wirklich gezielt. Also du musst dann sagen, ich möchte, dass die Freundin meines besten Kumpels der Blitzschlag trifft und dann trifft die halt der Blitz. Also, wow. Ob's dann, ich glaube, es kann. Das Problem, glaube ich, daran ist, dass es auch Kollateralschäden geben könnte. Oder eben, dass irgendwie jeder Wunsch vielleicht noch eine andere Auswirkung hat. Ich weiß nicht. Also, der Trailer gibt nicht so viel her. Aber es sieht ganz cool aus. Ja, wäre gut, wenn wir den mal in der Sneak hätten oder so. Dann könnten wir den ja mal ganz gut mitnehmen. Ich lese gerade hier noch die ausführliche Beschreibung, aber da steht auch nicht so viel drin. Egal, machen wir weiter. Es startet nämlich auch noch Baby Driver. Den habt ihr in der Sneak ziemlich abgefeiert. Interessiert mich auch sehr. Der Film von dem Macher der ganzen Cornetto-Trilogie, Shaun of the Dead und Hot Fuzz und The World's End. Ein neuer Film, wo es um einen Fluchtwagenfahrer geht, der so einen Tinnitus hat und deswegen immer Musik hört und mit Kevin Spacey unter anderem. Soll sehr, sehr gut sein. The Party startet noch. Eine starbesetzte Satire über die britische Gesellschaft, deren unterschiedliche Vertreter bei einer Party aufeinandertreffen, die völlig aus dem Ruder gerät. Paradies läuft noch an. Ein Zweiter Weltkriegsdrama über einen französischen Kollaborateur, einen SS-Offizier und eine russische Widerstandskämpferin, deren Wege sich unverhofft kreuzen. Und was ist das? Ein Hundefilm. Max, ein Agent auf vier Pfoten. Tierisches Abenteuer für die ganze Familie über den Schäferhund Max, der TJ, den Sohn des Präsidenten, bewacht. Gab es da nicht schon mal irgendwas mit Max? Wo der... da gab es doch schon mal so einen Film, wo einer einen älteren Bruder hat, der ist im Irakkrieg und der fällt im Irakkrieg und dann bringen die Leiche zurück und da sitzt immer der Hund daneben, weil das war irgendwie der Hund, mit dem er dort im Irak war und irgendwie war das nicht auch irgendwie, ist der nicht auch irgendwie Max oder so? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch so ein typischer Hundename. was haben wir noch? Blockbuster. Aber Block, alles irgendwie falsch geschrieben, so Blockbuster. Eine Gangsterkomödie um die schöne Natascha, die ihre Modelkarriere startet, indem sie eine Bank überfällt. Dabei nimmt sie eine berühmte TV-Moderatorin als Geisel. Und einen haben wir noch. Another Forever, die Stille um Alice. Drama um eine Frau, die nach dem Tod ihres Mannes auf einer Reise durch Europa wieder Kraft schöpfen will. Okay. Wow. Läuft viel an. Ich würde sagen, so die empfehlenswerten. Vielleicht Baby Driver, wenn man ein bisschen Horror sehen will. Wish Upon und Dünkirchen auf jeden Fall. Und für die Jüngeren Ostwind und der Hundefilm. oder wer noch was gucken will, was noch läuft, dann halt Ich einfach und verbesserlich. Und ach, das gibt es eigentlich echt viel. Also auch viel, was wir noch nicht gesehen haben, was nicht in der Sneak lief. Ja, was man noch gucken kann. Naja. Also, das Programm ist gesichert für die Ferienwochen, weil da beginnt es ja nächste Woche noch nicht ganz. Irgendwie so Mitte der Woche, ne? Beginnen Ferien irgendwie. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch sind gleich noch, glaube ich, Schule und dann also, geht's los. Passt ja dann ganz genau zum Kinostart dann. Ich habe noch ein neues Spiel, nämlich Splatoon 2. Wer hier öfters mal reingehört hat in den Podcast, weiß ja, dass ich von Splatoon 1 ziemlich begeistert war, auf der Wii U damals noch. Jetzt gibt es auf der Switch Splatoon 2. Kam letzte Woche raus und ich habe es am Veröffentlichungstag bekommen. Danke an NetGames. Und habe da schon, muss ich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ansonsten
fällt man eigentlich so ins gemachte Nest, aber man fängt ja wieder bei Null an. Man muss sich dann erstmal wieder so ein bisschen hochleveln und erstmal sehen, wie so die Waffenmechanik ist. Und es gibt ein paar neue Singleplayer, so Stories, die es da so gibt, wo man da irgendwelche Fischeier einsammeln muss und sowas. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es macht viel Spaß. Und es läuft sehr, sehr gut. Und die Neuerungen, die da drin sind, also man muss jetzt nicht mehr, bei der Wii U gab es da so ein, wie so ein Tablet, mit dem man gespielt hat. Und man konnte dann quasi parallel auf dem Fernseher hat man das große Bild gesehen, auf dem Tablet hat man quasi die Karte gesehen von der Umgebung und konnte dann halt zum Beispiel auswählen, wo man hinspringen möchte. Und dadurch, dass natürlich jetzt der Controller von der Switch so ein extra Display nicht mehr drin hat, haben sie das auf eine sehr geschickte Weise gelöst. Also man kann da sehr schnell irgendwo anders hinspringen und so. Die Waffenmechanik gefällt mir sehr gut. Coole neue so Extra-Waffen. Also man hat neben der normalen Waffe, die man hat, mit der man so die Farbe verschießt, hat man noch so ein paar Zusatzwaffen. Je nachdem, welche Waffe man hat. Und die haben sie eigentlich komplett neu gemacht. Also die alten sind nicht mehr da. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kennst du das eigentlich? Splatoon? Wir haben es gespielt auf der Wii U. Ja, wir haben es auf der Wii U gespielt. Wobei es mich gar nicht ganz so gecatcht hat irgendwie. Aber an sich mal so für einen Spieleabend mal eine Runde zocken, ist das, glaube ich, ganz cool. Das Wichtigste, also wo es mich dann erst richtig gecatcht hat, war, als ich festgestellt habe, dass man die Bewegungssteuerung ausschalten kann. Weil ansonsten, ja, das ist natürlich, ja. Wenn man die ganze Zeit mit dem Tablet da durch die Gegend rennen und hochhalten, runterhalten, das ist nicht so toll. Und das kann man hier auch, also man muss am Anfang diesen Erklärlevel muss man so durchspielen mit Bewegungssteuerung und dann kann man es ausschalten. Also Splatoon, großer Spaß, sehr empfehlenswert, ganz neue Online-Multiplayer-Level. Da muss man natürlich auch erstmal so seinen Weg finden durch die Karte. Und macht unheimlich viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Also wer eine Switch hat, Splatoon holen. Aber wer eine Switch hat, der kennt auch Splatoon. Denke ich mal. Ja, dann kommen wir zu diesem Bereich hier. Kates Filmrätsel. Da gab es ja letzte Woche. Gab es da eins bei dir? Weiß gar nicht mehr. Doch, es gab eins. Ja, natürlich hatte ich ein Filmrätsel und ich wurde ja schon vom Supergoofy gerügt, dass es zu einfach war. Aber es hat so gut gepasst. Ich habe es auch gleich erkannt. Denn es war, Elysium. Ja. Aber der Film ist einfach auch cool. Den kann man auch mal nehmen. Das stimmt. Als Rätsel. Also visuell sehr beeindruckend irgendwie. Ja, absolut. Ich habe auch einen neuen Film rausgesucht, der hoffentlich vielleicht ein bisschen stärker ist, schwerer ist. Ich fange an. Achtung. Ein Ex-Agent muss mit eigenen Augen zusehen, wie seine Frau von ein paar Junkies niedergestochen wird. Als die Polizei einen Verdächtigen wieder freilässt, startet er seine eigenen Ermittlungen. Aha. Das war's. Klingt natürlich wie so eine Allerwelts-Agenten-Geschichte. Das ist das Coole dran. Na, da bin ich jetzt mal, habe ich jetzt noch keinen so genauen Tipp. Da müsste ich erst mal gucken, was so am Wochenende lief. Und ihr anderen, ihr Hörer, schreibt es einfach dann in die Kommentare rein. Mal gespannt, wer es diesmal rauskriegt. Ich hatte ja beim letzten Mal noch ein Rätsel gemacht. Teure Fahrt, weil ein Tramper von einem Auto mitgenommen wird, setzt er die Tankstelle einer Kleinstadt in Brand. Und ich glaube, das hat keiner, hat sich noch nicht mal irgendjemand dran versucht, oder? Der Subigrofi schreibt, er weiß es nicht, obwohl es sich sehr vertraut anhört. Also ein Film, denke ich mal, den hat fast jeder gesehen. Es handelt sich tatsächlich um den ersten Rambo-Film. Der hungrige Tramper wandert friedlich durch die langweilige Kleinstadt auf der Suche nach einer Gaststätte. Doch der örtliche Sheriff mag solche Typen nicht und befiehlt ihm, in sein Auto einzusteigen. Der Sheriff fährt den Tramper bis an die Stadtgrenze und verbietet ihm, zurückzukehren. Das bringt den Tramper dermaßen auf die Palme, dass er vor Wut die Kleinstadt in Schutt und Asche legt. Ja. Der war richtig gut noch, der erste. Der zweite war eher so unfreiwillig komisch mit, was ist das? Blaues Licht, was macht es? Es leuchtet blau.
Entschuldigung. Und wo dann im zweiten Teil war das ja auch, wo quasi die USA mit den guten Taliban an der Seite gegen die bösen Russen kämpfen. Genau. Das ist also auch geschichtlich. Huh. Ja, damals war halt die Welt noch in der Richtung in Ordnung. Ne? So, mal gucken, was mein. Oh, das ist aber nur ganz kurz hier. Hoi, hoi. Ah, der ist schwieriger. Ah, wenn die anderen schon immer so schwierig sind, warte mal. Dann, meins kriegt ja irgendwo kaum jemand raus. Oh doch, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Den mache ich mal. Geh auf, heißt der, die Überschrift. Ein Soldat versucht verzweifelt, die Tür zu öffnen. Als es ihm endlich gelingt, weiß er, dass er sterben wird. Ich lese mal noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, von dem kriegt es noch keiner raus. Der Soldat fliegt in einem Bombenflugzeug. Doch die Bomben können nicht abgeworfen werden, weil die Bombenklappen sich nicht öffnen. Der Soldat klettert in den Bauch des Flugzeugs und versucht, die Panne zu beheben. Da öffnen sich plötzlich die Schachttüren und der Soldat fällt ins Bodenlose. So, aus welchem Film ist das? Jetzt habe ich wirklich alles schon vorgelesen. Also wer den Film gesehen hat, weiß das sowieso. Und ganz bekannter Regisseur auch. Und bin gespannt, wer das... Nicht mehr verraten. Nee, mehr nicht. Bin gespannt, wer es rauskriegt, wollte ich nur sagen. So, was hatten wir denn so für Kommentare gehabt beim letzten Mal? Der Supergoofy, der konnte irgendwie mal die Folge nicht runterladen. Es ist manchmal so, wenn hier ich habe das so eingestellt bei mir auf dem Blog, dass die Plugins so schnell wie möglich immer aktualisiert werden, wenn es eine Aktualisierung gibt, um irgendwelche Sicherheitslücken zu schließen und so. Und da kann es manchmal sein, dass in dem Moment, wo so ein Plugin sich selbstständig aktualisiert, dass dann gerade irgendwie ja kein Download funktioniert oder irgendwas. Vielleicht war das gerade so der Moment. Aber bei den anderen ging es ja. Und die letzte Woche, die Folge war auch ziemlich erfolgreich, wenn ich so die Downloadzahlen, entweder wir haben irgendwelche Stichworte drin gehabt, die Leute auf unsere Folge aufmerksam gemacht haben. Oder halt, keine Ahnung, oder es waren halt so die Themen mit Alibi.com oder so, die Mumie to the Bone von Netflix vielleicht. Hat es da die Leute interessiert, wie du zum Beispiel To the Bone gefunden hast, weil der war ja relativ neu auf Netflix. Ja, da gab es auch, wenn wir gerade bei den Kommentaren ein bisschen grätschig mal dazwischen, gab es auch einen ganz schicken Kommentar auf Twitter, haben wir auch bekommen. Hast du den gelesen? Auf Twitter? Ging der an mich oder? Ja, der ging an unseren, der wurde an unseren Post, unser Folgenpost geschrieben von David K. Er schreibt: starkes Plädoyer zu To the Bone. Ach, wird 100% geguckt. Frag mich nur, warum ich von dem Film nur zufällig erfahre. Kein Marketingbudget at netflix.de. Ja, ich glaube einfach, dass manche Filme einfach funktionieren müssen, ohne dass man großen Hype drum macht. Und danke auf jeden Fall für den tollen Kommentar. Dafür gibt es dann solche Podcasts wie unseren, dass man dann auf bestimmte Filme mal aufmerksam macht. Wie zum Beispiel Pet. 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 Ich habe mal gelesen, ja. Einer hat geschrieben in den Kommentaren, mal gucken, ob ich es so schnell finde. Ach genau, der Film hat trotz des ähnlichen Namens wenig mit The Pet zum Haustier abgerichtet zu tun. Erotik gibt es hier kaum, dafür aber Spannung und eine überraschende Wendung. Also nicht verwechseln mit The Pet zum Haustier abgerichtet. Das klingt dann eher wie eine Domina-Geschichte. Ja, das war hier offensichtlich nicht dieser Film. Jetzt habe ich, hier ist es. Die Steff hatte noch geschrieben, sie hat Alibi.com nämlich auch geguckt in der Sneak Preview und sie kann damit überhaupt nichts anfangen und sie meint dann halt auch, Humor ist halt immer so ein bisschen verschieden und ja, die Filmreferenzen waren ihr zu offensichtlich, also haben wir echt sehr gelacht. Ich will es jetzt niemanden verspoilern, aber da gab es ein paar Sachen, auch Computerspielreferenzen und so und ja. Anscheinend gab es extrem viele bekannte Gaststars und so. Also sie gibt nämlich nur 1 von 10 angemalte Ponys. Ja. Aber sie denkt, sie steht damit auch ziemlich alleine da, denn in Reutlingen, wo sie in die Sneak geht, haben nur 2,63% der Zuschauer den Film schlecht bewertet. Weiß man nicht, wie sie auf diese Kommazahl vielleicht, Steff, vielleicht kannst du es mal sagen, wie die Auswertung da erfolgt. Ist es auch irgendwie eine Webseite oder da kann man ja auch mal drauf gucken. Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Oder ist das auch eine Facebook-Gruppe oder
Wo kann man denn diese Auswertung lesen? Oder ist das ja quasi so ein irgendwie ein Tablet, was da in der Sneak steht vorne und jeder geht beim Rausgehen, drückt da irgendwie drauf, wie es ihm gefallen hat? Kannst du da mal sagen. Hat letztens auch ein ähnliches Thema mit dem Martin aus Halle, der hat auch irgendwie geschrieben, so, ja, so und so viel Prozent fanden den Film, der bei denen lief, irgendwie nicht so gut. Dann habe ich auch gefragt, ja, wie macht ihr die Auswertung eigentlich? Hat er irgendwie gemeint, ja, nee, es war nur irgendwie mit, ich glaube, mit irgendwelchen Zetteln oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ja, die hat dann noch den Podcast erst gehört und ja, mit den Cameos hat sie die Schauspieler gemeint, die wir auch angesprochen haben. Die fand es auch ganz lustig. Und der Thomas, der hat Spider-Man Homecoming gesehen. Mensch, dass der Thomas das vor euch Marvel-Fans guckt, das wundert mich ja auch. Ja. Der läuft ja jetzt schon lange. Und ich kann mich erinnern, als irgendwo hat man mal so einen Sneak Peek gesehen von dem Spider-Man in irgendwas. Und da seid ihr beide total abgegangen. Oh, den muss man sehen. Das ist genauso wie früher. Ne? Da dachte ich mir, ihr rennt da gleich am ersten Tag rein hier, aber nichts ist. Ja, aber der Freizeitschuss lässt es aktuell einfach nicht zu. Ja, ich sehe schon, ja. Ja, aber mal sehen, ob er es noch ins Kino überhaupt schafft. Soll nämlich ganz gut sein. Und Thomas sagt auch, alles ist altbekannt, doch irgendwie anders. Es wird etwas schizophren vorgegangen, weil es eigentlich ein eigenständiger Film sein soll. Setzt sich allerdings oder sich andererseits in die Handlung der Avengers einreiht und Dinge daraus als bekannt voraussetzt. Oh, das ist ja schwierig für mich dann, wenn ich das nicht so richtig gesehen habe. Ein typischer Marvel-Titel mit dessen Qualitäten: lang, groß und laut, gigantische Action, die in 3D besser aussieht, mit humorigen Grundton, einschließlich netter Gags. Eigentlich nichts zu bemängeln, aber eben nichts Neues und nichts Innovatives. Ebenso finde ich kritisch, dass Spideys Anzug ebenso eine technische Ausstattung haben muss wie der Anzug von Iron Man und ihm somit die Arbeit abnimmt. Generischer Marvel-Einheitsbrei, solide und brauchbar, aber nicht innovativ. Er gibt nur 5 von 10. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie ihr als Marvel-Fans da, was ihr dazu sagt. Das mit dem Anzug ist so eine Sache. Also in den klassischen Spider-Man-Comics ist es ja schon ähnlich. Ja? Da sind ist der Anzug ja auch ein bisschen technischer. Ja? Also auch, dass diese Augen sich mit öffnen und schließen beim Zwinkern quasi. Das ist in den klassischen Comics schon so drin. Natürlich nicht in der Art und Weise, wie es jetzt natürlich jetzt dargestellt wird, weil Iron Man da seine Finger drin hat. Aber an sich geht man endlich mal nach dem klassischen Comic vor. Und dann kann der Anzug halt ein paar mehr Sachen, als nur ein Anzug zu sein. Von daher, also ich muss den Film sehen, um zu verstehen, was er da bemängelt. Aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass es so dramatisch ist. Bin echt gespannt, halt die Comics kennt. Was ihr beiden dann sagt. Ja. Also, ja, vielleicht jetzt sind ja bald Ferien, vielleicht schaffen wir es ja kommendes Wochenende. Genau, ihr beiden Schulkinder, vielleicht schafft ihr das dann mal. Ja, ich nicht, habe ja noch ein bisschen was zu tun diese Woche und nächste Woche, aber er vielleicht. Meistens hängt es ja an seiner Zeit, die einfach nicht vorhanden ist. Schau mal, ob es in unserem kleinen Kino läuft hier. Nee, da läuft Ich einfach und verbesserlich und Girls Night Out in dem kleinen hier in Convestheim. Mal gucken, vielleicht läuft er dann auch irgendwann, warte mal, nächste Woche? Nee, steht noch nicht da. Demnächst? Nee, auch nicht. Naja, da läuft halt nicht alles. Die haben ja nicht so viele Säle. Hier steht nur demnächst Bully Parade, der Film und Fucke Goethe 3. Aber das ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Naja, hast du gehört eigentlich, dass der Vater von Kevin gestorben ist, der Schauspieler? Von Kevin? Kevin allein zu Hause, ja. Ah, oh, echt? Oh, ja. Ja. Genau. Wie schlimmer finde ich Chester Bennington. Ja, das ist auch übel. Vor allem bei ihm auch Selbstmord und so, wo man sich halt auch fragt, Mensch. Ja, darf man mit so Depressionen und so psychischen Erkrankungen einfach nicht leichtfertig umgehen. Also ich spreche da aus dem Gefühl der Erfahrung. Ich habe so eine Freundin verloren und das ist alles nicht ganz so einfach. Also
wenn jemand da Hilfe braucht, muss er sie bitte unbedingt annehmen, egal wie viel Kritiker da sind und sagen, ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Das ist der dümmste Spruch, den man machen kann. Und dann finde ich das, ich finde es so schade, dass ein Mensch so lange kämpft und so lange versucht, mit seiner Musik sich auch Luft zu machen und auch mit seiner Musik anderen Menschen geholfen hat. Ja, also ich erinnere mich nur an Lieder wie Numb. Ja, ach Gott, wie oft habe ich das als Teenager gehört, wenn mich meine Klassenkameraden wieder geärgert hatten. Ja, also sorry. Und dann, dass dann so jemand stirbt oder sich das Leben nimmt, ist einfach tragisch. Weil der Witz ist ja, ich musste dann gerade erst recht an meine Kindheit denken oder meine Jugend denken, denn wir hatten mal eine Hündin und die hat Welpen bekommen. Und einen dieser Welpen haben wir nach Chester Bennington benannt. Chester. Nach dem Leadsänger unserer Lieblingsband damals. Und das fand ich echt, echt krass eigentlich, ne? Dass der jetzt nicht mehr da ist. Das ist schon echt krass. Also bei mir war es ja damals Nirvana auch. Ja, Ja, auch im schlimm. Freundeskreis leider auch einige Fälle. Ja. Und sogar Familienkreis. Naja, das ist aber halt so, dass die Leute sich meistens dann auch nicht so richtig mitteilen, beziehungsweise man muss dann sehr sensibel sein und versuchen, da irgendwie irgendwelche Schwingungen dann irgendwie zu empfangen, dass dann gerade jemand Ja. da so ein bisschen abdriftet. Das ist halt auch gerade heutzutage Extrem schwer. schwierig, weil jeder so ein bisschen seine eigenen Sack voll Probleme hat und so. Dann, ah ja, jetzt Na lassen wir uns gut. nicht so sehr runterziehen hier gegen Ende. Mensch, Das haben wir hier gerade. nee. Ich gucke mal noch rein, was so bei Amazon Schönes bestellt worden ist. Also wenn ihr unsere Affiliate-Links genutzt habt, vielleicht erkennt ihr dann jetzt irgendwas wieder von den Bestellungen. Ach nee, jetzt habe ich auf meine Bestellung. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier gucken, was Nee, andere. meine Bestellung nicht. Ich habe mir jetzt mal eine neue Bettdecke bestellt. Wie jetzt? Ja, weil es so ist ja jetzt so warm immer. Boah. Und Ja. ich habe mir dazu eine dünne Sommer-Steppbettdecke bestellt. Genau, So aber ist halt, wenn man keine Klimaanlage im Schlafzimmer hat. ja, Klimaanlage im Schlafzimmer, das ist ja dann auch schwierig, dann wenn du die anmachst und dann wird es kalt drin und Ja, so ein und dann Timer. frierst du vielleicht oder so. Ja, ein Timer. Die stellt sich So, einfach irgendwann aus. ich gucke gerade mal. So, jetzt kommen die Bestellungen über unsere Affiliate-Links. Was ist das eigentlich? Batteriehalter für 18650. Was ist denn das? Muss ich mal draufklicken. Batteriehalter. Für was? Irgendein Gerät. Ein Batteriehalter für irgendein Gerät. Ich nehme an, für ein Fotoapparat? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ein Batteriehalter auf jeden Fall für 3,95 €. ein HDMI-Verlängerungskabel. Und was ist das hier? Nee, halt, das hat man schon. Ach, hier hat noch jemand so einen Akku bestellt. 18650 für diesen Batteriehalter. Das muss doch irgendwas sein. Wahrscheinlich für so einen Fotogriff hier, so, wo man da so eine große, wo man dann den Blitz und so da versorgen kann. So, und was ist das? Eine kabellose Türklingel. Ein wasserdichtes, tragbares Funkklingelset. Drahtlose Türklingel, zwei Empfänger, ein Sender. 300 Meter Reichweite. Boah, für große Anwesen gemacht. Kann man wahrscheinlich. Einfache Benutzung, wird mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt und ohne Bohren, alles super. Ja. Und das war's diese Woche, oder? Was ist das? Ach nee, hier noch ein was. Eine multifunktionale Metall-Alu-Legierung für so ein Gehäuse für eine GoPro. Hat noch jemand bestellt. Vielen Dank an alle, die sich jetzt hier irgendwie wiedergefunden haben. Alle, die uns unterstützen wollen und sowieso vielleicht was bei Amazon bestellen, klickt am besten vorher mal einen unserer Affiliate-Links auf der Webseite. Dann kriegen wir eine kleine Provision und euer Artikel wird auch hiermit genannt. Ah, ich muss mal ganz kurz wieder. Ich denke immer, das stimmt beim Headset nicht. Hallo? Ja, ist heute ein bisschen extrem. Macht nichts. Passiert. Genau, und wer sonst noch uns unterstützen will, kann das zum Beispiel auch tun, ohne irgendwas zu bestellen, nämlich einfach bei iTunes einen Kommentar schreiben oder auf Twitter einfach retweeten, dass es unsere Sendung gibt, wenn wir das veröffentlichen. Kommentare schreiben, freuen wir uns auch immer sehr. Und ansonsten, ja, wenn du nichts weiter hast, oder? Nee. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Kate, vielen Dank fürs Mitmachen.
Bis nächste Woche dann. Gerne. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Sie ist in England. Sie ist hier. What a wicked game to play. To make me feel this way. What a wicked thing to do. Rich. To let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. Wie leicht es doch für eine Frau wie deine Cousine Rachel sein muss, dich um den kleinen Finger zu wickeln. Du weißt nichts über sie. Oder bist du es, der nichts weiß? Du bist völlig besessen von ihr. Dir ist bewusst, dass du alles verlieren kannst. Ich muss mal kurz niesen. So, bin wieder da. Ja, sorry. Gut, dass ich hier so eine Taste habe, wo ich drücken kann, schnell. Aber eigentlich müsste ich... Nee. Jetzt hab ich vergessen, die Taste zu drücken. Sorry. Wir sind auch nur Menschen, auch so. Wir werden krank. Ja, ja. So. Hallo? 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 Entschuldigung, ich hatte es leise gestellt, weil der Hund an der Tür gekratzt hat. Entschuldigung.